Der Abgründe Adventskalender. Jeden Tag ein Blick hinter eine sonst verschlossene Tür. Hallo und herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki und ihr hört die zweite Episode von unserem Abgründe Adventskalender. Tag für Tag schauen wir zurzeit gemeinsam hinter sonst verschlossene Türen. Heute übernimmt das unsere Reporterin Nina Kammleiter. Sie ist für uns in die Mannertstraße in Nürnberg gefahren, denn dort befindet sich die Justizvollzugsanstalt. Ich stehe heute vor einer Tür, die sich für die meisten zum Glück nur sehr selten oder gar nicht öffnet. Und zwar stehe ich vor der JVA in Nürnberg. Hier ist so ein großes Tor, in das eine kleine Tür eingelassen ist. Und da werde ich jetzt mal schauen, ob ich einmal rein darf. Hallo. Nina Kammleiter, Verlag Nürnberger Presse. Ich bin mit dem Herrn Edelmann verabredet. Ja. Die Tür schließt sich hinter mir, doch direkt reingehen darf ich noch nicht. Erst muss ich meinen Ausweis abgeben und zeigen, was ich in meiner Tasche habe. Autoschlüssel und Handys dürfen nicht mit rein. Für die Aufnahme gibt es da allerdings eine Ausnahme. Ich darf meine beiden Handys und die Mikrofone behalten. Auf meinen Gesprächspartner muss ich noch kurz in der Schleuse warten. Ich bin also noch nicht ganz drin, aber auch nicht draußen. Der Bereich ist ziemlich dunkel, hier kommt kaum Tageslicht rein und ist eingegrenzt von zwei riesigen Toren. Während ich da stehe und warte, wird eine Frau aus dem Inneren in den Raum geführt. Sie hat eine gepackte Tasche dabei, unterschreibt ihre Entlassungspapiere und darf dann ohne Begleitung das Gebäude verlassen. Sie ist frei. Dann kommt mein Gesprächspartner und ich betrete die Anstalt. Er bringt mich in sein Büro. Ja, mein Name ist Frank Edelmann. Ich bin Dienstleiter der Strafhaftabteilung. Das heißt, ich habe die Verantwortung für ca. 400 Gefangene und 435 Mitarbeiter. In Edelmanns Verantwortung liegt damit auch die Sicherheit der Strafgefangenen innerhalb der Mauern und der Schutz der Öffentlichkeit vor Straftätern. Bei einem Gefängnis, das mitten im Stadtgebiet liegt, ist das eine besondere Herausforderung. Es ist ja vorgesehen, gerade bei Gefängnissen, dass natürlich die Öffentlichkeit vor Straftätern geschützt werden muss. Aus dem Grund haben wir eben diese hohe Mauer. Und wir müssen natürlich schauen, dass sowohl die Sicherheit nach innen als auch nach außen gewährleistet ist, weil wir eben auch diesen Auftrag haben, die Öffentlichkeit vor Straftätern zu schützen. Und wie macht man das? Wie hält man die Mauer im Blick und worauf achtet man da konkret? Ja gut, also wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Kameraüberwachungen nach außen und nach innen. Wir haben Vollzugspersonal, das regelmäßig Kontrollen durchführt. Wir haben eine spezielle Gruppe, Sicherungsgruppe nennt die sich, die auch für sicherheitsrelevante Dinge zuständig ist. Und so überwachen wir den äußeren und den inneren Bereich, um besondere Vorkommnisse einfach zu verhindern und zu vermeiden. Es gibt ja auch Türme, von denen aus man die Mauer im Blick behalten kann. Wie kann man sich das vorstellen? Ja gut, also wir haben hier in der JVA mehrere Türme. Und von diesen Türmen aus ist man in der Lage, sowohl nach außen als auch nach innen zu beobachten. Was genau hält man da im Blick oder wann wird man vielleicht skeptisch, wenn man was konkret sieht? Na gut, nach außen natürlich, wenn sich Personen in befugter Weise der Anstaltsmauer nähern. Wir sind ja Innenstadtlage, also wir haben da tatsächlich häufig Personen, die sich unbefugt auf dem Anstaltsgelände bewegen. Das können wir dann visuell über die Bediensteten, aber auch über unsere umfangreiche Kameraüberwachung sichten. Wir haben an der Anstaltsmauer in regelmäßigen Abständen haben wir Hinweisschilder, dass das der Sicherungsbereich der JVA Nürnberg ist. Und dass sich Unbefugte hier nicht länger aufhalten dürfen. Und wenn wir sowas bemerken, dann werden wir auch dementsprechend einschreiten, weil man vielleicht auch davon ausgehen muss, dass zum Beispiel Kontaktaufnahmen stattfinden, was verboten ist, weil es Ordnungswidrigkeit ist, oder weil zum Beispiel auch Gegenstände geworfen werden. Diese Schilder habe ich mir nach meinem Besuch in der JVA nochmal genauer angeschaut.
Jede Unterhaltung oder sonstige Kontaktaufnahme mit Gefangenen wird mit Geldbuße bis zu 1.000 Euro belegt. Das steht da in schwarzen Buchstaben auf einem knallgelben Schild. Darunter die Paragraphen, auf die sich das Verbot bezieht. Paragraph 17 und 115 OWIG, das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Paragraph 17 befasst sich mit der Höhe von Geldbußen im Allgemeinen. Unter Paragraph 115 steht, dass es ordnungswidrig ist, sich mit einem Gefangenen innerhalb einer Vollzugsanstalt von außen zu verständigen und auch Sachen zu übermitteln. Denn obwohl die Mauer rund 6 Meter hoch ist, werden immer wieder Gegenstände von außen hineingeworfen. Es kommt bei JVA mit Innenstadtlage tatsächlich häufiger mal vor, dass man versucht, unerlaubt Gegenstände überzuwerfen. Das können dann sein Handy oder vor allem auch Drogen. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden und zu verhindern. Im Inneren läuft deshalb auch immer wieder ein Drogensuchhund auf und ab. Wird es nachverfolgt, wenn jemand versucht, was über die Mauer zu werfen? Ja, also wie schon gesagt, wir können ja über Kameraüberwachungen und Ähnliches, wir haben auch gute Kontakte zur Polizei, können wir unter Umständen die Personen dann auch feststellen, ihre Identität. Und wenn die Polizei oder die entsprechende Ermittlungsbehörde denen das nachweist, dann kann man natürlich da auch strafrechtlich gegen ihn vorgehen, was auch in der Vergangenheit gemacht wurde und was auch dementsprechend auch Sanktionen nach sich zog. Welche Sanktionen können das sein? Was erwartet einen da beispielsweise, wenn man jetzt Drogen in größerer Menge drüber wirft? Wenn Sie Drogen überwerfen, ja gut, das ist dann Besitz von BTM, von Betäubungsmitteln, Weitergabe von Betäubungsmitteln, und das wird dann eben laut Strafgesetzbuch kann das dann eben dementsprechend geahndet werden. Und das sind teilweise schon empfindliche Freiheitsstrafen, die da durchaus ausgesprochen werden. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ja. Aber es kann dann auch eine Geldstrafe sein, weil das Aufhalten im Anstaltsgelände oder am Anstaltsgelände ist ja Ordnungswidrigkeit. Also wie schon gesagt, wir sind da schon dahinter, wir haben gute Kontakte zur Polizei, und wenn wir da jemanden feststellen können, wenn wir die Identität von ihm feststellen können, dann wird auch eingeschritten in Form eines Strafverfahrens. Es ist schon schwierig oder nicht ganz einfach, Gegenstände überzuwerfen, ohne dass wir es bemerken, aber es kommt natürlich vor. Wenn Sie das bemerken, was finden Sie da hauptsächlich? Na gut, die Gefangenen sind da sowohl, was die Verpackung angeht, als auch den Inhalt, relativ kreativ. Jetzt in der Zeit, wo es auf Weihnachten, Silvester geht, das eine oder andere Handy, Drogen natürlich. Wir haben natürlich eine Drogenproblematik hier in der JVA, also mindestens 80%, ich denke sogar ein bisschen mehr, haben Erfahrungen mit Betäubungsmitteln. Und das gilt es eben zu verhindern, zu vermeiden oder dementsprechend einzudämmen. Das heißt aber, es wird um Weihnachten rum tatsächlich mehr? Es wird um Weihnachten etwas mehr. Ich verstehe schon, Weihnachten und Silvester ist ja trotz alledem eine schwierige Zeit als Inhaftierter sowieso. Da sind die Lieben draußen, man kann nicht auf Partys gehen und Ähnliches. Dadurch, dass wir eben sehr viele Betäubungsmittelträger haben, ist es eigentlich ganz logisch. Dass rund um die Feiertage tatsächlich mehr über die Mauer geworfen wird, fand ich im Gespräch schon erstaunlich. Denn es sind ja keine lieben Briefe von Angehörigen oder Ähnliches, sondern vor allem Drogen. Und damit machen sich auch die Menschen außerhalb der Mauern strafbar. Ich habe Edelmann gefragt, warum Menschen dieses Risiko seiner Meinung nach trotzdem eingehen. Ich denke schon, dass man der Person hilft. Ich meine, viele, die meinetwegen etwas einwerfen, die haben Kontakte zu den Gefangenen, die tragen das vielleicht auch schon seit Jahren mit, sind vielleicht selber drogenabhängig. Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit. Ich denke, da will man halt einfach helfen. Aber wie schon gesagt, das ist illegal, es verstößt gegen die Hausordnung und ist nicht erlaubt. Und jetzt mal andersrum gesehen, Sie beobachten eben nicht nur, was passiert außen um die Mauer herum, sondern Sie beobachten auch innen. Nähert sich jemand der Mauer oder was passiert von innen an der Mauer? Worauf wird da konkret geachtet?
Na gut, einfach die Bewegungen, die in bestimmten Bereichen stattfinden. Also wir haben relativ wenig Gefangene im offenen Bereich innerhalb der Anstalt, weil eben dazu auch bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen für den Gefangenen. Also der darf kein Betäubungsmitteltäter sein, der sollte möglichst wenig mit Betäubungsmitteln zu tun haben. Und ja, wir beobachten das halt und reagieren dann auch entsprechend auf, wenn jemand der Mauer zu nahe kommt. Das Thema Betäubungsmittel ist dann auch der Grund, warum manche sich quasi nicht frei draußen bewegen dürfen, auch aufgrund dieser Einwurfthematik. Genau. Okay. Mhm. Man würde ja jetzt als erstes mal denken, dass man die Mauer hauptsächlich von innen sichern muss, damit niemand versucht zu fliehen. Wie ist das denn realistischerweise wirklich? Versucht jemals jemand zu fliehen? Wann gab es die letzte Flucht aus dem Gefängnis? Nürnberg ist ein sehr, sehr sicheres Gefängnis. Klar ist, dass jemand, der inhaftiert ist, sich schon Gedanken macht. Das ist ganz normal. Die Chancen hier in der JVA Nürnberg zu fliehen, auszubrechen, zu flüchten, denke ich, ist schwindend gering. Es hat in der Tat vor 15 Jahren, 2009, 2010, hat es mal drei Ausbrüche gegeben. Im August 2009 hat der Ausbruch von zwei Männern aus der Haftanstalt in Nürnberg für Aufsehen gesorgt. Durch die Decke ihrer Zellentoilette sind die beiden auf den Dachboden der JVA und von dort ins Freie gelangt. Mit zusammengeknoteten Bettlaken haben sie sich 15 Meter in die Tiefe abgeseilt. Nur wenige Monate zuvor war bereits ein Häftling ausgebrochen. Er hat es während des Hofgangs geschafft, über die Mauer zu klettern. Dafür hat er sich in einer Ecke der Mauer seitlich abgestützt und nach oben geschoben. So hat er es tatsächlich geschafft, die Mauer zu überwinden. Weit ist er aber nicht gekommen. Also zwei wurden sofort gefasst, einer nicht, der ist wohl gleich ins osteuropäische Ausland. Man muss dazu sagen, dass es also keine, oder dass derjenige, der nicht gefasst wurde, das war Gefangener wegen Diebstahls, war also kein Gewalttäter. Gut, es ist halt so. Man hat ihn auch auf dem Schirm, sollte er mal wieder nach Deutschland einreisen, da ganz bestimmt. Aber also Gefahr für die Öffentlichkeit bestand ja nicht. Auch heute, 15 Jahre nach dem Vorfall, konnte der Mann immer noch nicht wieder gefasst werden. Und was wurde dann sicherheitsmäßig nochmal nachgerüstet? Oder warum sagen Sie jetzt, dass es heute quasi unmöglich ist, hier zu fliegen? Na gut, nach solchen Vorfällen wird es natürlich alles auch kritisch beleuchtet. Und Schwachstellen, die eben damals vorhanden sind, die sind jetzt so weit korrigiert, dass jetzt so gut wie kein Ausbruch mehr möglich ist. Hier muss ich kurz einhaken. Wenige Tage nach meinem Gespräch mit dem Dienststellenleiter hat es einen weiteren Fluchtversuch in Nürnberg gegeben. Ein Mann ist während des Hofgangs auf einen Zaun geklettert, der sich innerhalb der Mauer befindet, und hat es so geschafft, auf die Mauer zu balancieren. Dort konnte er allerdings gestoppt werden. Durch den Stacheldraht auf der Mauer hat er sich bei seinem Fluchtversuch verletzt. Als wir das Büro wieder verlassen und in Richtung Ausgang gehen, schaue ich mit einem anderen Blick auf die graue Betonmauer, die das ganze Gelände eingrenzt. Von innen hochzuklettern und dann auch noch den Stacheldraht zu überwinden, erscheint mir absolut unmöglich. An der Pforte bekomme ich meinen Ausweis zurück. Bevor ich raus darf, wird nochmal gecheckt, ob ich auch wirklich meine beiden Handys noch habe. Denn neben Drogen werden Handys ja am häufigsten über die Mauer geworfen und sind im Inneren begehrt. Ich habe aber zum Glück noch alles bei mir und damit öffnet sich die Tür für mich wieder. Vielen Dank, Nina, dass du mit uns gemeinsam hinter dieses Türchen im Abgründe-Adventskalender geschaut hast. Morgen öffnen wir dann die nächste Tür. Da nimmt uns Alicia mit zur Diensthundestaffel der Polizei. Wenn euch der Abgründe-Adventskalender gefällt, folgt uns, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. Der Abgründe-Adventskalender ist ein Podcast-Special vom Verlag Nürnberger Presse. Host dieses Podcasts bin ich, Lena Wölki. Projektleitung: Ulrike Löw und Lukas G. Schlapp. Produktion: Andreas Hofbauer und Jonas Lange. Schnitt: Laura Hubrich und Sandra Grosser. Reporter: Alexander Brock, Anton Dietzfelbinger, Caroline Heilig, Nina Kammleiter, Alicia Kohl, Ulrike Löw, Anne-Sophie Reis und Lukas G. Schlapp. Danke fürs Zuhören.